Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute gibt's eine weitere Folge von unserer BVB-Trainerkarriere. Und ja, ihr seht sie schon vielleicht, wir befinden uns aktuell in der Winterpause. Das heißt, diese Folge wird wahrscheinlich so ein bisschen, hier, wir haben jetzt erstmal einen ganzen Monat frei sozusagen, das Transferfenster ist wieder geöffnet und diese Folge wird sich wahrscheinlich so ein bisschen drum drehen, dass wir jetzt hier mal unsere Mannschaft noch verstärken. Ja, ich werde mir da so ein bisschen Zeit lassen auch, denke ich. Das heißt, diese Folge wird's wahrscheinlich kein Gameplay geben. Was hatten wir gesagt? So, das ist unsere Mannschaft aktuell und ich habe mir überlegt, nach dem furiosen Sieg gegen Wolfsburg im Pokal in der letzten Partie, da haben wir 3-1 gewonnen. Schaut mal rein, das Spiel war richtig geil, das hat richtig Bock gemacht, also falls ihr es nicht gesehen habt natürlich. Und ich habe mir überlegt, ich will doch mal lieber oder in Zukunft mal wieder öfter mit diesem System spielen. Denn ja, die letzte Partie, die hat einfach Bock gemacht. Von daher müssen wir uns überlegen, ich hatte ja vorgehabt, Kagawa eventuell zu verkaufen und in das System hier passt Kagawa natürlich schon wieder ein bisschen besser rein, ja, wenn man ihn hier auf so einer ZM-Position spielen lassen würde. Und ja, schauen wir mal, wie sieht's denn hier aus? Weidenfeller, eine 87. Das ist ja mal richtig krass, wie viel hat denn der sich jetzt verbessert? Dann können wir mal kurz reingucken hier, Teambericht oder so. Dann sieht man das, hier müsste man das sehen. Haben ihn dann, sortieren wir mal nach Torwart, Roman Weidenfeller, der hat 4 Punkte nochmal zugelegt, im Alter von 34. Und ich würde ganz gerne ja einen neuen Keeper haben, ne, weil wie gesagt, 34, so lange haben wir den nicht mehr. Und das ist echt der Wahnsinn, wie der sich nochmal gesteigert hat. Das ist echt krass, aber den werden wir, wie gesagt, ich packe ihn mal auf die Transferliste. Und schauen wir mal, ob wir für den vielleicht ein Angebot bekommen. Dann würde ich ganz gerne noch, wo haben wir ihn? Die sind alle noch verliehen. Den guten Schmelzer, was ist denn der eigentlich wert? Hat sich nicht wirklich verbessert, ist sogar ein bisschen schlechter geworden. 26 Jahre alt. Da auf der Position hätte ich auch ganz gerne 9 auf die Transferliste setzen. Und dann gehe ich mal, man konnte das doch irgendwo mal besser machen. Spieler verkaufen, genau, hier gehen wir mal rein. Da gefällt mir das, glaube ich, ein bisschen besser. Da haben wir ein bisschen besseren Überblick. Die zwei Keeper werden wir erstmal noch behalten. Weidenfeller, wie gesagt, auf die Transferliste gepackt. Der Gute ist verliehen. Hummels behalten wir natürlich. Der ist auch verliehen. Sokratis, Subotic. Subotic kommt noch nicht wirklich zum Einsatz, aber wir brauchen dann natürlich auch einen Ersatzverteidiger. Von daher lassen wir den mal. Der gute Durm ist natürlich auch eine Option für die Zukunft. Haben wir aktuell verliehen. Sieht man, was bei dem so sich getan hat. Hier in der Übersicht leider nicht. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit immer hin und her springen. Von daher, mit dem können wir aktuell aber auch nicht arbeiten. Den Schmelzer haben wir auf die Liste gepackt. Großkreuz ist unser Ersatz auf den beiden Außenverteidigerpositionen. Den guten hier, den haben wir verliehen. Reus behalten wir natürlich. Sterling macht auch einen guten Job. Hat sich auch schon von einer 80 auf eine 82 hochgearbeitet. 15 Millionen wert aktuell. Eine gute Aubameyang. Wen haben wir hier noch? Hoffmann ist verliehen. Bender, der kommt auch nicht so oft zum Einsatz, ist allerdings so ein Ergänzungsspieler von uns. Leitner ist verliehen. Thielemans, ja, was machen wir mit Thielemans? Ich denke, wenn wir das andere System spielen, werde ich dem auch hin und wieder nochmal mehr Einsatzzeit geben können. Shahin. Tja, wäre 18 Millionen wert, ne? Die zwei hier, der ist verliehen. Kagawa, ich packe Kagawa mal auf die Liste, glaube ich. Und schau einfach mal, ob wir vielleicht ein Angebot für den bekommen. Wenn wir mal sehen. So, Mkhitaryan, den behalten wir natürlich. Die Jungs sind verliehen, den Ramos. Ramos oder Immobile. Von einem von beiden werden wir uns trennen müssen. Ich tendiere zu Ramos. Ramos ist 28. Der würde natürlich noch einige Jahre spielen können, aber ich weiß nicht, wie stark der sich noch steigern wird. Ich denke, wir behalten Immobile. Und als Ersatzstürmer, sage ich mal, weil eigentlich ist Aubameyang bei mir als Stürmer gesetzt, ne? Den packen wir auf die Liste. Schauen wir mal, ob wir für den vielleicht auch noch ein bisschen Geld bekommen. Was eigentlich mit diesen ganzen anderen Jungs, die wir da noch im Verein haben? Der ist verliehen. Der ist auch verliehen. Ich muss ganz kurz mal einen Blick drauf werfen. Ich meine, die hier unten, die halt nie spielen, ne? Den guten hier zum Beispiel. Ji Dong Won. Oder den hier. Die würde ich ganz gerne auch verleihen. Warum sind die denn da eigentlich nicht aufgeführt? Ach so. Das heißt ja, dass ich den verleihen möchte, oder? Genau, das heißt, die sind schon auf der Liste drauf. Hab nur noch kein Angebot für die bekommen. Ich denke, das wird sich noch ändern. Okay, dann schauen wir mal hier rein, ob wir hier was Schönes finden. Wie gesagt, einen Keeper brauchen wir.
beziehungsweise wir können einfach mal gucken. Wir haben ja schon ein paar auf die Wunschliste gepackt. Schauen wir mal, wen wir da so haben. Da haben wir die drei hier. 27 Millionen ist natürlich ganz schön teuer. Ich tendiere fast zu Ter Stegen, der ist 22 Jahre alt. Der wird sich auf jeden Fall noch ordentlich steigern. Ich glaube, der ist aktuell der zweite Keeper. Den guten hier können wir nochmal beobachten. Und den haben wir beobachtet. Das heißt, da stellen wir mal eine Anfrage. Schauen wir mal, was der so kosten soll. Hier stellen wir auch mal eine Anfrage. Und Scuffet können wir eigentlich auch mal anfragen. Ich glaube aber, Scuffet, der hat sehr viel Potenzial. Ist 18 Jahre alt. Ich hätte ganz gerne aber lieber einen Keeper, den wir da auch schon von Anfang an mit reinstellen können, der uns ja hinten auch, sag ich mal, nach vorne bringt. Wie gesagt, Weidenfälle zu ersetzen wird natürlich nicht leicht. Haben wir noch den guten Rüdiger. Warum ist der denn nicht beobachtet? Laporte, die können wir alle mal wieder beobachten hier. Rodriguez. Genau, Linksverteidiger als nächstes. Da tendiere ich fast zu Luke Shaw. Oder Luke Shaw, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Der spielt aktuell mal Manchester United, genau. Da stelle ich mal eine Anfrage. Grimaldo, 68, ist fast ein bisschen zu schwach, als dass der uns da jetzt wirklich verbessern würde. 19 Jahre, beide 19, haben sehr viel Potenzial, soweit ich weiß. Zumindest das, was die Datenbank hergibt, das habe ich nämlich mal nachgeschaut. Jordi Alba, 25, ist fast ein bisschen zu alt, ne? Packen wir, denke ich, von der Wunschliste. Und dann werden wir uns um... Ja, wie gesagt, Grimaldo ist mir auch fast ein bisschen zu schwach, sag ich mal, von der Stärke, die er aktuell hat. Darum packen wir den auch mal von der Liste. Alaba, genau, Alaba werden wir auch mal anfragen. Ist schlecht in Form aktuell bei den Bayern. Allerdings sehr glücklich. Das wäre interessant, wenn wir Alaba kriegen. Das wäre natürlich mein Wunschkandidat, Alaba oder Luke Shaw, ein von den beiden. Rodriguez werden wir mal beobachten, schauen wir mal, was der noch so zu bieten hat. Wen haben wir hier noch so drauf? Lewandowski. Ja gut, der wird zu teuer sein. Den werde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Denn, ja, Torwart und Linksverteidigerposition sind die Positionen, die wir brauchen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Torwartmäßiges, defensivmäßiges? Jonathan Tah ist, glaube ich, auch ein ganz guter. Bernard auf Linksverteidigerposition. Was hat der denn für eine Stärke? Den können wir mal beobachten. Genauso wie den guten hier, den beobachten wir auch einfach mal. So, wen haben wir hier noch so in der Torwartposition? Haben wir da was Gutes? Horn. Was hat der für eine Stärke? Wissen wir auch gerade nicht. Beobachten wir mal. Sonst noch einer, der mir hier ins Auge sticht, sag ich mal. Ne, erstmal nicht. Nun gut, dann würde ich sagen, ist das jetzt der beste Zeitpunkt, um mal eine Woche weiter zu simulieren. Schauen wir mal hier, was wir hier so haben. Nationaltrainer-Offerte. Was ist das denn? Venezuela, das lehnen wir mal ab. Wie gesagt, ich möchte kein Nationaltrainer werden. Ägypten, lehnen wir auch ab. Bezüglich Ihrer Anfrage zu Courtois, heißt er so? Ich weiß es gar nicht. Möchten wir Ihnen mitteilen, dass dieser Spieler im Moment unabhängig von der Höhe des Gebots nicht zum Verkauf steht? Okay, damit ist der schon mal hinfällig. Scuffett würde 7 Millionen kosten. 17 Millionen für Luke Shaw. Okay. Bayern für Alaba. Bezüglich ihrer Antrags möchten wir mitteilen, dass kein Interesse daran haben, Alaba für einen Wechsel zu ihrem Verein zu ermöglichen. Klar, da ist natürlich auch die direkte Konkurrenz. Abschlussbericht für Zivkovic. Okay, den hatte ich wert. 825. Den würde ich ganz gerne auch in Zukunft mal kaufen. Schauen wir mal, was der gerade so wert ist. Wir haben natürlich aktuell auch noch kein Geld. Das heißt, wir müssen erstmal noch Grimaldo. Der ist auch fertig beobachtet. Wie gesagt, der ist mir ein bisschen zu schwach. Das heißt, den nehmen wir mal raus. Ter Stegen, Abschlussbericht. Eine 82. Wie gesagt, der ist auf jeden Fall ideal. Das wäre unsere Idealbesetzung, denke ich. Schauen wir mal. Aber wir müssen natürlich erst nochmal ein paar Spiele verkaufen, ne? Okay, Posteingang schließen. Machen wir nochmal eine Woche weiter. Da haben wir nochmal zwei Angebote hier oder so. England, drei Spieler, die ihren Kriterien entsprechen. Blaschikowski, ja, ist zu Manchester United gewechselt. Interessant. Haben wir hier noch Ramirez, ja. Da brauchen wir gerade keinen, denke ich, auf der Position. Defensive wäre interessant. Zabaleta, Rechtsverteidiger. Da haben wir einen guten. Der Rest ist, glaube ich, alles ein Ticken zu alt, was ich jetzt so auf die Schnelle sehe. Den machen wir mal weg. Oje, oje. Ter Stegen, 41,5 Millionen. Oje, oje, ob wir das hinkriegen. Müssen wir mal schauen, was wir für Weidenfeller eventuell noch kriegen.
Zivkovic, 8 Mille. Das wäre was, wenn wir uns den noch holen. Mal weiter. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal ein paar Angebote. Können wir über mein Gehalt sprechen? Kevin Großkreuzer, den wollte ich jetzt nicht verkaufen, ne? Den wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Das ist ja mein Ergänzungsspieler, der auf beiden Positionen ganz gut spielen kann. Ne, den will ich nicht verkaufen. Angebot ablehnen, Angebot ablehnen. Okay, Kevin Großkreuz können wir wegmachen. Spieler abgegrast, ja, okay. Timo Horn, aber Abschlussbericht. Timo Horn, was hat der für eine Stärke? 74, auch nicht so das Wahre. Rodriguez. Rodriguez, Linksverteidiger, 80er Stärke, 22 Jahre alt, der ist auf jeden Fall auch ganz gut. Anfragen, was der kosten würde. Was haben wir hier? Bericht aus Deutschland, alles klar. Okay, nichts Neues. Können wir über mein Gehalt sprechen? Hey Trainer, ich finde, dass ich mich ziemlich verbessert habe. Ja, das hat er in der Tat und würde gerne über mein Gehalt sprechen. Wenn man bedenkt, was ich im Team für einen Wert habe. Ja. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Okay, 20 Millionen für Rodriguez. Das wäre doch schon ganz interessant. Wie gesagt, uns fehlt, was haben wir eigentlich aktuell? Budget. Ich glaube, er hat auch irgendwas gesagt, von wegen, wir könnten eine Anfrage stellen, ob wir da ein bisschen mehr Budget bekommen. Titel Ligameister werden. Finale erreichen. Pokal. Betrag. Ja, gut, aber was soll man denn da jetzt? Das bringt alles, glaube ich, nichts. Wenn wir da jetzt irgendwie Geld verlangen, denn das wird wahrscheinlich nicht reichen, dass wir uns hier einen vernünftigen Spieler kaufen können. Der gute Tar. 600.000. Jetzt habe ich natürlich Blödsinn gemacht. 69, das wollte ich wissen. Das kostet 600.000, ist ein bisschen zu schwach. Und mal raus. Bernard. 75er Stärke, Linksverteidiger, der wäre auch ganz okay, ne? Aber er schmelzt immer noch stärker dann. Na gut, hauen wir auch mal raus. Antonio Rüdiger, was hat der für eine Stärke jetzt? 74. Auch zu schwach für uns. Transferangebot für Shinji Kagawa. Okay, da haben wir es doch. 23. 26 ist er wert. Und das wollen wir, denke ich, dann auch mindestens. Ich versuche es mal mit 28,5. PSG hat natürlich ordentlich Budget. Dann probieren wir doch mal die 30, wa? Angebot absenden. Würde noch nicht reichen für unseren Keeper, für Ter Stegen. Aber zumindest für einen Linksverteidiger würde ich mal tippen. Okay. England abgegrast. Rodriguez 19 würde der kosten. Ter Stegen damit 41,5. Der wird wahrscheinlich zu teuer sein. Luke Shaw 17. Den könnten wir uns leisten, wenn wir Kagawa verkaufen. Den können wir uns vielleicht sogar leisten. Schauen wir mal, ob das klappt mit Kagawa für 30. Nationaltrainer Offerte. Für wen denn? Für Finnland ablehnen. Wenn dann natürlich eine interessante Mannschaft kommt, können wir mal gucken. PSG gründlich überdacht und entschieden, es zu akzeptieren. Okay, 30 Mille würden wir kriegen für Kagawa. Schauen wir mal, ob sich das eintüten lässt. Okay, Deutschland abgegrast, Rodriguez 20. Ja, wie gesagt, ich würde Luke Shaw ein bisschen billiger, hat mehr Potenzial, denke ich, noch als Rodriguez. Ich mache hier mal die Anfrage. Können wir wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Uns das Geld wahrscheinlich fehlt. Ich starte mal mit 10. Vielleicht kriegen wir ihn ja dafür. Angebot absenden. Naja, genau, uns fehlen noch die Mittel. Müssen wir noch warten, bis der Deal mit Kagawa da eventuell fix ist. Spieler verkauft, da haben wir es. Scouting-Update. Okay, da müssen wir mal reingucken. Das sind nämlich unsere Jugendspieler. Sortieren wir mal nach den Zeiten, wo die schon gescoutet worden sind. Der ist komplett gescoutet. 81. Beziehungsweise komplett. Ja, ein paar Sachen fehlen noch, aber Torwartreflex und so, die sind jetzt nicht so entscheidend. Hat aktuell 39 bis 47. Passt ein bisschen zu schwach. Was ist es denn? Defensiv stark. Ja, so ein ZDM ist es wahrscheinlich, ne? Der hier ist schon ein bisschen besser. Ist Alter 15. Ist schon zwischen 40 und 50. Und hat auch Potenzial 65 bis 81. Ich denke, den nehmen wir mal auf. Spieler verpflichten, ja. Was haben wir hier? Dann können wir den
Der ist erst 2 Monate gescoutet. Der hier sieht ganz gut aus. Ein Spielmacher. Den haben wir hier. Oh, der sieht gut aus. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Spieler verpflichten. Mit einer 93. Okay, ich denke, den hier können wir auf jeden Fall rausnehmen. 73, den können wir auch rausnehmen. Da haben wir noch einen 91er. Tim Stuckmann. Ich glaube, den beobachten wir mal noch mal ein bisschen. Da ist noch nicht so viel bekannt. Es kann auch sein, dass der noch mal vom Potenzial ein bisschen absinkt. Naja, lassen wir den mal noch drin. Okay, wie sieht's hier oben aus mit den 3 Monate? 81. Ich glaube, den nehme ich auch raus. Beziehungsweise, ach, wir können ihn einfach mal drin lassen. Beobachten wir mal noch einen Ticken weiter. Da fehlt jetzt nicht mehr so viel. Eine Elfmeter fehlt noch, lange Pässe fehlen noch und Ballkontrolle fehlt da noch. Schwierig. Nehmen wir raus. Spieler ablehnen. Ist mir ein bisschen zu schwach. Und gut, dann haben wir das auch erledigt. Weiter geht's. Roman Weinfeller. Wir haben ein Transfergebot für Roman Weinfeller. Das ist gut. Auch von PSG. Okay, die waren ja beim letzten Mal schon recht angetan. Probieren wir hier doch auch mal die 30. So, wird wahrscheinlich ein bisschen zu hoch sein diesmal, aber ja, Roman Weinfeller ist natürlich richtig gut drauf mit einer 87. Schau mal, vielleicht klappt's ja. Abschlussbegriff für Scuffett. Was hat der für eine Stärke jetzt? 71. Müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir mal gucken. Laporte. Haben wir auch nochmal geguckt. 80. 80er Innenverteidiger. Okay, der ist ganz gut, ne? In 20 Jahren. Der wäre was für die Zukunft. Ah ja, genau. Kagawa ist verkauft. Das heißt, dann können wir jetzt hier Luke Shaw das Angebot auf jeden Fall unterbreiten. Und hier werden wir es mal mit 10, denke ich, ein. 17, wir wollen so ungefähr. Schauen wir mal, ob 10 reichen. Ich denke es nicht. Aber probieren geht über studieren. So, wie sieht's hier aus? Scuffett würde 7 kosten. Ja, Testegen, ne? Testegen, ja, den werde ich ganz gerne, aber da fehlt uns aktuell noch das Geld. Machen wir mal weiter. Transferangebot. Okay, 30 Mille für Weinfeller ist akzeptabel, sagen sie. Aber die sind echt willig, ne, was das Bezahlen angeht. Okay, feste Preisvorstellung von 13. Dann geben wir 13. Machen wir da nicht mehr groß drum rum. Angebot akzeptieren. Ich würde natürlich ganz gerne jetzt noch Schmelzer dann verkaufen, dass wir für den auch noch ein bisschen Geld da generieren. Rodriguez 19. Ich denke, den können wir dann auch rausnehmen. Zivkovic lassen wir noch drin. Was haben wir hier unten? Scuffett, ja. Schwierig. Wir haben Weinfeller ja jetzt noch nicht verkauft komplett, ne? Das heißt, das lassen wir mal offen. Das können wir löschen. Alaba. Was ist denn der Wert? Alaba wäre natürlich auch cool, ne, auf der, Wenn wir da mal 15 bieten. Schauen wir mal. Ich denke nicht, dass das klappt. Oben steht da zwischen 22,7 und irgendwas da. Wir das auch löschen. Scouting abgeschlossen. Ja. Nationaltrainer fertig. Können wir auch löschen. Gut. Dann simulieren wir mal noch einen Tag weiter. Spieler verkauft. Roman Weinfeller für 30 Millionen. Ja. Der ist also weg. Okay, wir haben ihr Angebot für Luke Shaw begutachtet und akzeptieren die Bedingungen. Okay, dann nehmen wir den jetzt. Beziehungsweise, nee, wir warten mal nochmal ab, ob wir vielleicht Angebot abgelehnt. Okay, Weidenfeller ist jetzt schon weg. Das heißt, wir brauchen unbedingt noch einen Keeper jetzt. Das heißt, wir nehmen hier das Angebot für Luke Shaw an als Linksverteidiger. Der möchte ganz gerne 50. Länge von 4 Jahren geben wir ihm. Und Rolle im Kader, Rotationsspieler ist er. Er ist 19 Jahre alt, ne? Essentieller Stammspieler wird er noch nicht sein. Wichtiger Stammspieler, Na komm, wir machen ihn zum wichtigen Stammspieler. Denn der wird da auf jeden Fall links immer auflaufen, damit wir den schnell hochgeboostet kriegen. Gut, dann haben wir das abgelehnt. Okay, dann das lassen wir erstmal noch. Medienvertreter, genau hier, das wollte ich noch ganz schnell machen. Was machen wir denn hier? Leverkusen, Dortmund, wir loben Dortmund. So.
dafür, dass die bei Wolfsburg da letztens so eine gute Partie abgeliefert haben. Können wir das, denke ich, mal machen. Gut, weiter geht's. Dann steht auch fast das Derby da an gegen Leverkusen, wenn ich das richtig sehe. Luke Shaw akzeptiert. Ja, genau, den nehmen wir jetzt. Annehmen. Bestätigen. Wie sieht's aus? Schmelzer hatte ich doch auch auf die Liste gepackt, oder? Hatte ich den auf die Transferliste gepackt? Eigentlich doch schon. Haben wir ihn, da haben wir ihn. Ist auf der Transferliste, den will keiner aktuell. Na gut. Gehen wir mal ganz kurz in die Mannschaft. Und stellen da jetzt auch den guten Luke Shaw auf. Der wird da jetzt nämlich mal auflaufen. Schmelzer geht raus für Großkreuz. Speichern wir so. Haben wir noch eine Nachricht hier. Neuverpflichtung. Luke Shaw, ja, alles klar. Okay, das haben wir akzeptiert. Gut, weiter geht's. Ich hoffe, dass wir noch brauchen Keeper, ne? Was machen wir denn als Alternative? Wir haben noch 38 Millionen. Ach so, wir haben ja Weidenfeller schon verkauft. Klar, da müssen wir jetzt die Anfrage stellen an Ter Stegen, ne? Haben wir das schon gemacht? Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Machen wir das mal. 41,5 Millionen soll er kosten. Das ist natürlich ein bisschen zu viel. Da müssen wir ein bisschen runtergehen. 35 vielleicht. 30 haben wir für Weidenfeller gekriegt. Fangen wir mal mit 30 an. Ja, 30,5. Angebot absenden. Okay, das hätte ich jetzt fast vertändelt hier. Dass wir da noch kein Angebot gemacht haben. Und ja, dann simulieren wir mal weiter. Transferangebot. Ah ja, das ist gut, dass wir für den Angebot bekommen. Saisonleihe. Keine künftige Ablöse. Alles klar, der geht zu FC Kaiserslautern. Da kann er sich nochmal ein bisschen beweisen. Spieler verliehen. Transferangebot. Achso, das hatten wir gerade. Okay. Wir haben ihr Angebot für begutachtet und akzeptiert für 30,5. Ah, das wäre doch ein guter Tausch. Dann haben wir Weidenfeller für 30 Mille verkauft und holen uns jetzt hier den guten Ter Stegen. Den würde ich ganz gerne für 5 Jahre binden. Und da kriegt er noch ein bisschen mehr Gehalt. Und du wirst essentieller Stammspieler. Genau. Denn das wird unser neuer Stammtorhüter. Eine gute Mark Ter Stegen. Angebot akzeptiert. FC Bayern, ja gut, für Alaba wird es dann nicht mehr reichen. Zivkovic, mal gucken, was da noch überbleibt. Ne? Wie viel haben wir noch? Schauen wir mal kurz rein. Finanzen, 38, ja gut. 30, hätten wir noch 8, ne? Hätten wir noch 8. Für Ramos haben wir auch kein Angebot bekommen. Wie lange geht denn jetzt die Transferphase noch? Tja, noch 2 Tage, 3 Tage. Machen wir mal weiter. Transferangebot für Schmelze erhalten. Ah ja, das ist gut. 3,9. 4,9 ist er wert. Und dann wollen wir 5 haben. Angebot absenden. Dann können wir fast nochmal gucken. Okay, das machen wir erstmal weg. Den guten holen wir uns jetzt. Annehmen. Bestätigen. Gut, dann haben wir einen neuen Keeper. Dann haben wir einen neuen Keeper. Neuverpflichtung. Den packen wir auch gleich in die Mannschaft. So. Machen wir den anderen Keeper. Langerak ist unser Ersatz. Soll da unten hin. Ramos. Ja, Ramos müssen wir noch loswerden. Tielemans. So. Ramos, den wollte ich auch noch verkaufen. Neuverpflichtung. Okay, Ricardo Zivkovic für 8. Für 8. Den würde ich mir ganz gerne... Haben wir da genug für? Kriegen wir den für 5? Angebot absenden. Dann noch vielleicht noch einen Jungen dazu holen, den wir da vielleicht so ein bisschen aufbauen. Das wäre doch was. Okay, können wir hier die Mails löschen. Genau, das ist das Ter Stegen-Angebot. Barcelona. Okay, das können wir alles löschen. Dann geht's weiter und dann haben wir die Transferphase auch so gut wie überstanden. Als nächstes steht dann das Spiel gegen Leverkusen an, ne? Angebot. Wir haben ein Angebot in Höhe gründlich überdacht und entschieden, es zu akzeptieren. Okay, das heißt, Schmelzer wird höchstwahrscheinlich zu Gladbach wechseln. Akzeptieren. Okay, die akzeptieren. Dann nehmen wir doch den Zivkovic hier mit. Für 3. Was will er haben? Gehalt pro Woche 9. Ja gut, kann er 9 haben. Ist okay, aber dafür musst du 5 Jahre... Und du wirst
Sporadischer Spieler, Rotationsspieler. Genau, damit muss er sich abfinden. Rotationsspieler erstmal. Denn Aubameyang ist dann natürlich gesetzt. Den wollen wir natürlich aufbauen. Eventuell verleihen wir den noch gleich am Anfang nochmal. Müssen wir mal gucken, wie wir das so machen. Ja, und dann steht jetzt das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen an. Als nächstes. Da haben wir doch ordentlich was geschafft. Dann haben wir einen neuen Keeper. Ter Stegen haben wir geholt. Luke Shaw haben wir geholt. Einen talentierten Linksverteidiger, den wir da natürlich noch aufbauen müssen. Vor Alaba hat es nicht ganz gereicht, beziehungsweise hätte es gereicht, ich weiß es gar nicht. Was haben wir jetzt noch über? 7 Mille. Hätte vielleicht auch für Alaba gereicht, aber nun gut, die Bayern wollen ihn natürlich auch nicht so abgeben. Wäre wahrscheinlich ein bisschen überteuert gewesen. Haben wir einen guten Deal gemacht, denke ich, mit Luke Shaw. Und ja, dann war es das auch erstmal mit der Folge, ne? In der nächsten Folge geht's dann wieder ans Gameplay. Ja, hier haben wir jetzt mal so eine kleine Transferperiode sozusagen durchlebt und durchgemacht. Und ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.